Peter Handke ist heute der österreichische Dichter mit Weltgeltung. Nach seinen revolutionären Jahren, nach seiner Publikumsbeschimpfung und seinem Kasper in den 60er Jahren, nach Jahren der Zertrümmerung vorgefertigter Denk- und Sprachmodelle, nach den sensiblen Erzählungen über Frauen wie Wunschloses Unglück oder die linkshändige Frau in den 70er Jahren, kamen dann in den 80ern die breiteren philosophischen Erzählungen wie Der Chinese des Schmerzes oder Nachmittag eines Schriftstellers. Es kamen sein großer Entwicklungsroman Die Wiederholung 1986 und sein Text über die Abwesenheit 1987. Es gab eine große Anzahl von Übersetzungen aus dem Slowenischen, dem Französischen und Amerikanischen. Und es kamen Handkes Stücke über die Dörfer und Prometheus gefesselt, eine Aeschylus-Bearbeitung, beide bei den Salzburger Festspielen uraufgeführt. Und nun, vor einigen Tagen, die erste Handke-Uraufführung am Wiener Burgtheater. Das Spiel vom Fragen oder die Reise zum sonoren Land. Peter Handke erhielt dafür viel positive Kritik. Die Welt schrieb zum Beispiel eine wundersame poetische Rätselreise, die Zeit einer unserer wenigen wirklichen Dichter. Andere deutsche Feuilletonisten dagegen bezeichnen das Spiel vom Fragen als süß-sauren Kitsch oder als verquasten Überweltpsalm von Handke, dem reaktionären Überflieger. Der nun 47-jährige Handke, früher oft provokant und aggressiv, ist nachdenklicher, philosophischer und noch scheuer geworden. Seinen jahrelangen Wohnsitz Salzburg hat er schon 1987 aufgegeben. Seitdem reist er ohne Fixpunkt in der Welt umher, in Schottland und Spanien, blieb er zuletzt einige Monate, auch um dort zu schreiben. Nach Wien kam er zur Uraufführung seines Spiels von Fragen. Brigitte Hofer hatte Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem Dichter. Peter Handke, jetzt liegt die Uraufführung Ihres Spiels von Fragen schon einige Tage hinter Ihnen. Der Jubel im Burgtheater, dann die oft unfreundlichen Kritiken. Wie haben Sie diese Kritiken für sich verarbeitet? Dabei wird Ihnen ja vor allem ein Punkt immer wieder vorgehalten, dass Ihre Stücke generell zu wenig mit der Wirklichkeit des Lebens, dass sie zu wenig mit der Realität des Heute zu tun hätten. Ja, das gehört eine Strafe auf Bewährung für solche Dummheit. Ja. Jeder Satz, den ich aufschreibe, der hat mit der Realität zu tun, allerdings nicht mit Reizgegenständen, die im Moment, in einem geschichtlichen Moment als Realität auftreten und auch nicht mit Reizwörtern, womit gerade sogenannte Realität bezeichnet wird. Reizwörter, ne? Sie wissen schon, was ich meine. Dass nun Perestroika ist oder Rumänien oder weiß der Teufel was. Mich interessiert das nicht. Ich möchte ohne Reizgegenstände und Reizwörter die möglichst weitestmögliche Realität umreißen. Und zwar durch Schauen, durch Denken, Fühlen. Dass die Sätze erst die Realität offenbaren und deutlich machen, erforschen. Ich weigere mich, also das werde ich nie tun und das kann mir auch gestohlen bleiben, aktuelle Themen, die ja oft mit Realität verwechselt werden. Also das ist, wenn jemand das sagt, der ist ein fahrlässiger, gedankenloser Wicht, es braucht in der Literatur das nicht. Kann man sich als Mensch dem entziehen, als Mensch, der im Heute lebt? Das ist wieder was anderes. Weil natürlich geht doch alles, was ich schreibe, aus von der Geschichte, von dem, was täglich abläuft. Das Alltägliche, das Kleine, was viel größer ist, als sein kann. Als die Widrigkeiten der Geschichte. Mich interessiert das halt mehr. Ich schlage mich auch nicht darum, dass das, was ich mache, als politisch bezeichnet wird. Das sehe ich nicht als Lobeswort an. Mir ist das eher peinlich. Wenn jemand sagt, ja, das, was Sie machen, das ist universell. Das ist Forschung. Ein Spiel natürlich, was Kunst ja immer ist, Forschung als Spiel. Das sagt mir was. Ob das nun aktuell, politisch, gegenwartsbezogen, damit kann man mich jagen. Ich gehe da nicht hinein. Ich gehe nicht hinein, wenn jetzt einer schon da mit 10 Fingern am Computer sitzt und 23 Stücke über Rumänien und Ungarn und da ich, also mich kann man als Zuschauer damit nicht gewinnen. Wer kann sie gewinnen? Ja, so meine Sachen würde ich mir anschauen. Aber viel mehr wird vielleicht auch natürlich immer wieder in die Stücke, weiß ich nicht genau. Beckett würde ich, das ist doch auch nie aktuell, das sind doch keine Modewörter. Keine Modegegenstände, sondern da ist jemand, der tiefer geht, der forscht und weitergeht. Und keine gratis Realitätsgeschichten da. Diese Parallelität des Schreibens zu den Ereignissen, das ist für mich etwas unglaublich Verächtliches.
Apropos Verächtliches, Peter Iden zum Beispiel, einer der deutschen Theaterkritiker, wütete gleich nach der Premiere im Burgtheater gegen ihr Spiel von Fragen. Unter anderem sprach er da auch vom Ende des Dramatikers Handke. Ja, der Iden ist einfach ein böswilliger und dummer Kerl. Der hat noch nie in seinem Leben ein Auge aufgemacht, hat auch noch nie einen ordentlichen Satz geschrieben. Und schon bei Über die Dörfer hat er gemeint, das ist die blauäugige Grünsucht oder weiß der Teufel. Er hat weder Auge noch Ohr noch Verstand. Ich glaube immer, dass Böswilligkeit und Dummheit zusammengehören. Ich bin nicht gegen was Böses. Böse ist immer wieder jeder Mensch und soll es auch sein. Bösartig ist schon ein bisschen bedenklicher und böswillig ist wirklich das Niedrigste. Und diese Figur ist eben von Grund auf böswillig. Hat mir seltsamerweise aber nicht einmal was ausgemacht, was mich auch wieder beunruhigt. Denn man müsste doch einen Schmerz erleben manchmal. Und das beunruhigt mich, dass ich bei all den seltsamen Kritiken, die dann gekommen sind, nicht einmal, na inzwischen schon, am Anfang hat es mir nichts gemacht, aber inzwischen geht es mir doch durch den Kopf. Und dann kommen alle Szenen des Stücks mir wörtlich wieder und ich denke, haben die das nicht gehört, haben die das nicht gesehen? Das sind doch Weltszenen. Gibt es eine Form der Kritik oder eine Anregung, die Sie aufgenommen haben? Kritik kann ja auch positiv sein unter Umständen. Nein, Sie dürfen das nicht missverstehen. Ich erwarte schon, ich lasse mir auch was sagen und ich bin auch bedürftig. Es gibt ja nur Kritik, die das Problem dessen, der geschrieben hat, erfassen und das danach beurteilen. Und wenn das dann auch negativ ist, dann ist es schon recht. Das ist natürlich das Risiko, wenn man fürs Theater schreibt. Das ist richtig. Trotzdem wird man mal davon träumen, dass es eine Übereinstimmung zustande käme. Ich habe ja zu Klaus Beimann gesagt, bevor er so in diesen Tagen, als wir über das Stück gesprochen haben, gemeinsam, er soll um Gottes Willen vergessen, dass ich das bin, der das geschrieben hat. Das sei immer das Grundproblem der Inszenierungen gewesen. Dass die Regisseure das Bild, das sie vielleicht von mir hatten, versucht haben zu übertragen auf die Figuren. Und das hat oft die Kraft gekostet, den Schauspielern. Ich habe ihm gesagt, er soll so tun, als sei ich schon längst verschwunden. Und als sei dieses Stück vielleicht 400-500 Jahre alt und er könne ganz selbstständig damit umgehen. Und im Großen und Ganzen hat er sich wohl, glaube ich, daran gehalten und ich habe eigentlich mehr von Klaus Beimann in der Inszenierung, von seiner Art, von seinem freundlich sein wollen, auch schönen gefallen wollen, gefunden als von meiner Art. Es ist natürlich ein Bedauern, aber ein Bedauern, das sozusagen nichts ausrichtet, weil das eben die Art des Klaus Beimann ist und das habe ich im Voraus ja wissen müssen. Sie haben vorhin gesagt, es könnte 400 oder 500 Jahre alt sein, das Stück, oder in 400 oder 500 Jahren könnte man es sehen. Zugleich ist es jetzt, wo auch immer, ich war nicht sehr oft im Theater im letzten Jahr, 3-4 Mal, ich war mal in Avignon, in dem Papstpalast, im Freien, in Mitternacht, da wurde die Celestine gegeben, das glaube ich aus dem 16. Jahrhundert stammt, kein Stück, sondern eine Art Diskurs, ein seltsamer Dialog über die Sitten der Zeit. Und dann wurde in Salzburg das Mädel aus der Vorstadt gegeben und hier in Wien der Wojciech. Ich habe immer gedacht, mein Gott, das möchte ich alles nicht mehr sehen. Oder den Schnitzler, den einsamen Weg. Diese Probleme interessieren mich überhaupt nicht. Ich möchte jetzt ein anderes Stück sehen, wo all diese psychologischen Geschichtlein nicht mehr da sind, wo wirklich eingegriffen wird in den innersten Traum der Menschen, was die noch nicht gezeigten Probleme angeht. Ich habe mir in Avignon da um Mitternacht immer das Spiel von Fragen vorgestellt, statt dieser blöden Celestine. Ich habe gedacht, da wär's richtig. Da in dem ehemaligen Papstpalast unter freiem Himmel, unter den Sternen. Natürlich auch mit anderen Schauspielern. Die Schauspieler sind ja gar nicht mehr gewohnt zu forschen. Jeder sehen sie irgendwie die Möwe zu spielen oder eine von diesen blöden drei Schwestern. Oder die zu schminken als Othello und dann Negerbewegungen zu machen. Mich graust von vornherein schon, wenn ich mir das vorstelle. Ich gehe da nicht hinein. Sind Sie jetzt nicht sehr ungerecht? Nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Die Schauspieler sind so kläglich, die suchen gar nichts mehr.
Und wenn sie sprechen, hat man oft das Gefühl, dass von dem sie sprechen, haben sie nie im Leben gesehen. Auch im Traum nicht. Das wäre genügt ja der Traum. Das ist ja auch eine Art Leben, eine Art von Leben. Also das ist jetzt ungerecht, was ich sage. Aber ungerecht in dem Sinne, dass es eine Aufforderung, ein Appell ist. Es klingt auch nach Enttäuschung irgendwie, dass die Schauspieler doch das nicht so gesprochen haben. Ja, allmählich bin ich enttäuscht. Nee, ich meine jetzt nicht den Fall. Für manche Momente bin ich ungeheuer dankbar. Aber immer wieder geht es mir so, nicht nur was meine Sachen betrifft, sondern wo ich spüre, die haben das auch nicht als Möglichkeit in sich erlebt, was sie sagen, was sie tun. Der ganze Traum eines jungen Mädchens, was Schauspielerin wird, jetzt somnambul als Käthchen von Heilbronn da herumzugehen, das ist ich möchte in den nächsten Jahren einfach nichts mehr davon hören und wissen. Das ist natürlich ungerecht. Es gibt so viel anderes. Erst einmal müssten die alle in die weite Welt hinaus. Und die hocken immer in den Theatern herum, in den Kantinen, dann machen sie einen kleinen Dauerlauf und dann machen sie irgendeine Gymnastik und die lesen nicht und gehen nicht, setzen sich überhaupt nicht aus den fremden Ländern. Das ist vielleicht das Wichtige auch. Es sind ja nur so Theaterausgeburten oder Ingeburten, ich weiß es nicht. Sind Sie ein Weltmensch geworden? Ich will ja damit keine Ideologie errichten. Ich sage ja nur, was mir fehlt, was mir schmerzhaft fehlt an was ich selber bin, weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass ich das Bedürfnis habe, nach dem Nichts und dem Freien zu sein. Und das Schreiben ich überhaupt nicht mehr tun würde ohne Gehen, ohne den Zusammenhang des Mich-Aussetzens. Andererseits ist es natürlich so, wenn man so wie ich schreibt, bin ich leider auf eine Weise unzugänglich. Also ich bin nicht unzugänglich, im Abstand bin ich völlig da und nehme teil. Aber so wie dieser Abstand fällt, gehe ich wieder in den Abstand zurück. Die Nähe habe ich dann nur durch Schauen. Ich kenne leider auch durch das Herumfahren, in das ich geraten bin in den letzten 2,5 Jahren, lese ich nicht mehr so ruhig, wie ich das früher getan habe. Ich denke oft, das ist ein Fehler, dass ich jetzt am Morgen nur eine halbe Stunde irgendwie eine alte Schrift buchstabiere, dass man ein alter Grieche ist oder weiß der Teufel was, und dass ich nicht mehr die aktuelle Literatur anstöbere oder auch mich wirklich einlasse. Das heißt, das interessiert Sie nicht? Nein, das ist eigentlich furchtbar. Man hört immer von diesen Altgewordenen und die sagen dann dauernd, sie lesen nicht mehr, sie lesen nur noch die alten Sachen immer wieder. Das Älter wäre ein Problem für Sie? Insofern, ne, zum Beispiel, sonst weiß ich nicht. Mein Gott, wenn das bei mir auch so wird, also als alter, bekümmerter, mürrischer Schriftsteller, so möchte ich nicht werden. Aber mir hat das eigentlich eingeleuchtet, weil das Arbeiten zugleich Bewegung ist. Man kann es rundherum Bewegung machen, das nützt ja nichts. Das Arbeiten könnte selber Bewegung sein. Obwohl ich dann manchmal spüre, so im Schreiben, also wenn ich habe jetzt mehr durch die Reise, das war nicht so gewollt, habe ich mir angewöhnt, mit der Hand zu schreiben, was ich nie gedacht hätte. Mit Bleistift. Und da kommt mir das manchmal so wie eine Wunder, auch eine schöne Bewegung vor. Das Geräusch ist sehr schön vom Bleistift. Vor allem, wenn rundherum Lärm ist und wenn man denkt, wie kommt man jetzt, wie wird man das jetzt schaffen? Und auf einmal hört man, dass das Geräusch vom Bleistift ist sehr, sehr schön. Das ist eigentlich viel schöner, ein stärkeres und feineres Geräusch als rundherum. Da denkt man, ihr Lärmleute, ihr schafft es mich nicht. Und da in diesen Momenten habe ich oft ein Gefühl der Körperlichkeit des Schreibens. Also das ist fast des Athletischen. Ich habe auch nie Rückenschmerzen, als ob die Muskeln dann durchmassiert werden. Durch diese seltsame, zögernde, wieder dann loslegende Bewegung mit der Schrift. Also das scheint mir gesund zu sein. Bewegung als Therapie für einen Menschen, der Unruhe zu seinem Lebensprinzip gewählt hat? Ja, da kommen wir in etwas Ungeklärtes und wahrscheinlich auch Unklärbares hinein. Das ist eben die Hin- und Hergerissenheit von mir, wo ich überhaupt keine Ausrede dafür habe. Die Schwester meiner Mutter hat einmal gesagt, wir alle aus unserer Familie, die sind so Segelmenschen, die segeln, aufs Kärntnerisch, die segelt hin und her. Also dort, wo sie sind, ist ihnen nicht recht und sind woanders, ist ihnen auch nicht recht. Im Winter ist ihnen zu kalt, im Sommer ist ihnen zu warm. Es gibt ja so fast so eine Art Refrain bei uns. Ausland ist ihnen zu ausländisch, Inland zu inländisch, so bin ich halt. Das ist meine Verantwortung. Dadurch, dass ich in den letzten 2 Jahren unterwegs war, habe ich auch nur sozusagen
von Unterwegsstation zu Unterwegsstation gearbeitet und habe mich, ohne dass das ein Plan war, ausgesetzt. Ich habe gedacht, erst einmal möchte ich in einem fremden Land schreiben, in einer Sprachumgebung, die mir fremd ist, die mir nicht einmal vertraut ist. Und zweitens möchte ich auch dann noch was mitbekommen von der fremden Gegend, in der ich arbeite, dass ich nicht so mich bequem hinsetze in einer österreichischen Stube und da meine Tage verbringe als Dichter. Das ist doch grauenhaft. Durch einfach dastehen mit den Unbekannten irgendwo, das genügt mir. Und es ist nicht so, dass dort die Probleme doch nicht so auf Sie zukommen, zum Beispiel wie in Österreich. In Österreich empört Sie vieles, ärgert Sie vieles, kränkt Sie wahrscheinlich auch vieles und enttäuscht es Sie. Das kann Sie wahrscheinlich in einem Land, aus dem Sie nicht wirklich kommen, nicht so. Nein, das ist völlig richtig, was Sie sagen. Dort, ich benehme mich dann natürlich auch ordentlich, weil ich ein Fremder entdecke mich ganz anders. Ich weiß, dass ich dann von Grund aus höflich bin. Ich bin auch keinen Moment böse zu jemand dort und es gibt nicht dieses Aufwallen oder des Widerwillens und des Zorns, was doch hier fast täglich eintreten kann, nicht muss. Wie fühlen Sie sich von Österreich angenommen? Fragt man Sie genug, nimmt man Sie genug wahr als der Dichter Österreichs? Das ist eine schwierige Frage. Ach ja, das ist wunderschön, wenn irgendeine alte Frau aus dem Busch steigt und meiner ansichtig wird und ohne Hintergedanken irgendwas sagt. Das ist mir schon ein paar Mal. Das ist einfach ein feines Aufleuchten, was durch viele einzelne Menschen geht. Es gibt nirgendwo auf der Welt, habe ich so viele einzelne liebe Leute gesehen. Die dürften wahrscheinlich für sich sehr einsam sein. Es gibt wahrscheinlich hier, ich vermute das, viele, viele einsame Menschen, viel mehr als woanders. Die dann aber ihre Neugier vielleicht dadurch umso mehr bewahrt haben, ihre Offenheit besser als Neugier, ihre Offenheit und ihr sich freuen können. Wie ist das aber mit dem offiziellen Österreich, mit dem sogenannten offiziellen, also mit den Politikern? Ja, das habe ich früher ein paar gekannt, ja. Aber das ist ja, die können ja nicht anders, die müssen ihre Rolle spielen. Was? Zum Beispiel der Václav Havel ist jetzt Präsident der Tschechoslowakei, das sind natürlich unvergleichbare Situationen zu uns. Aber können Sie sich nicht vorstellen, dass der Dichter, der Künstler mehr hier gefragt sein sollte im Lande, mehr Bedeutung haben sollte, offizielle, öffentliche, als er sie hat? Ich weiß es nicht. Ich bin da auch so hin und her gerissen. Einerseits ist es mir vollkommen recht, wie es so ist. Ich bin damit einverstanden. Dass ich nicht gefragt bin auf diese Weise. Andererseits denke ich abstrakt, wenn das nicht ich wäre, sondern der das geschrieben hätte, sondern ein anderer Charakter, ein anderes Wesen, dann wäre das vielleicht gut, wenn dieser andere, der das geschrieben hätte, was ich geschrieben habe, ist jetzt ein bisschen nestreuhaft, kompliziert, dann wäre das recht, würde der etwas repräsentieren, würde der mehr auftreten, wäre der auch eine bewusste, gesehene Gestalt, die etwas von dem Volk oder von der Zeit verkörpern könnte für die anderen. Aber ich bin halt nicht der richtige Spieler dafür, das weiß ich schon. Kommt sicher aus der Herkunft, aus der Jugend, dass mein Vater ein deutscher Soldat war, die Mutter eine Kärntner Slowenin. Natürlich, ne? Eine Zeit lang, also ich glaube bis zu meinem 15. Lebensjahr, habe ich ihm angegeben, was die Staatsbürgerschaft ist, staatenlos. Wir waren staatenlos. Es hängt ja damit zusammen. Es war schon eine leichte Demütigung. Und dann wurde uns die Staatsbürgerschaft verliehen, die österreichische. Ich weiß nicht wann, glaube ich, als ich 16 war. Und so weiter. Ne? Nein, das könnte jetzt noch eine Rolle spielen. Dadurch kann ich nicht so leichtherzig und schlicht sagen, ich bin Österreicher. Verstehen Sie? Ich würde es gern sagen. Seltsam. Ne? Im Journal zu Gast war heute Peter Handke. Das Gespräch mit ihm hat Brigitte Hofer geführt. Als Brücke jetzt zum aktuellen Meldungsblock ein paar Takte Musik. Musik.